Simon Bichsel, bis zur 53. Minute sind Sie vorne gewesen. Warum haben Sie es nicht über die Zeit retten können? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir können, um das Spiel zu gewinnen. Schlussendlich ein, zwei Fehler entscheiden das Ganze nachher. Ja, für sie hat es jetzt auch gelangt, für uns leider nicht. Warum ist es schon wieder die Schweiz, die im Halbfinale die Fehler eben macht? Ja, sie haben nicht nur mehr Fehler gemacht. Sie haben Fehler gemacht, wir haben genug Chancen gehabt zum Gewinnen, die Verlängerung. Hat auf unsere Seite können gehen, jetzt haben sie jetzt Glück gehabt. Ja, so ist es vor. Jetzt zwei Drittel lang hat die Schweiz sehr gut mitgehabt, zum Teil auch dominiert. Im dritten Drittel hat Finnland viel mehr den Ball gehabt, ist ja zu besseren Chancen gekommen. Warum haben wir nicht? Wir können besser dagegen haben. Es ist ein gutes Passspiel. Es ist nicht ganz einfach, gegen sehr defensiv gut zu stehen und noch etwas gegen vorne zu machen. Ich glaube, jetzt können wir den nächsten Schritt anfangen. Jetzt können wir defensiv wissen, wie es geht. Jetzt können wir gegen vorne noch viel mehr rausholen. Und dann längst das nächste Mal. Jetzt haben Sie den Petri Nykü als Trainer, der die letzten zwei Mal Weltmeister geworden ist. Was hat er Ihnen heute als Tipp mitgegeben? Im Moment leben. Das war der Tipp. Jeder Moment, wo man da darf sein, voll geniessen und Freude am Spiel. Haben Sie es trotz der Niederlage können geniessen? Ja, im Moment ist schwierig. Also, das Spiel war klar, das ist einmal, dass wir hier erleben. Es sind 20 Spieler, die das erleben. Von allen Unihockey-Spielern. Das ist wahnsinnig eigentlich. Ja. Was sagt Sie dem Publikum heute? Sensationell. Hat sie das gedreht oder hat sie das eher ein bisschen gebremst? Nein, das Publikum dreht immer. Also, ich weiß nicht, wie ein Sportler ohne das Publikum aus Druck empfinden. Ich meine, das ist wie ein sechstes Mal auf dem Feld oder ein siebtes Mal. Und da geht man noch viel mehr. Sie persönlich haben einen eigenen Fanclub dabei. Wie kommt es zu dem? Ja, das ist schon von früher her. Sie haben mich immer unterstützt. Und schlussendlich Weltmeisterschaften oder Playoffs können sie immer schauen. Machen auch immer das Plakat. Und für sie ist das natürlich eine grosse Bühne. Oder? Und sie können sich auch ein bisschen zeigen und haben Freude am Zusammensein. Es ist eine gute Gruppe. Es sind meine Freunde. Respekt einfach. Danke.